Hallo zusammen. In diesem kurzen Video möchte ich euch einen sehr coolen Trick zeigen, den ihr mit dem SBL Transient Designer sowohl Hardware als auch Software machen könnt. Für dieses Video benutze ich das Plugin. Und jetzt zeige ich euch mal die Session, an der ich gerade arbeite. Und in diesem Beispiel mache ich was mit den Vocals. Und ihr könnt den Vocal Track als den pinken Track sehen. Jetzt mache ich mal das Editierfenster auf und isoliere jetzt mal die Stimme. Und ich habe der Gesangsspur einen Transient Designer zugewiesen. Manchmal, wenn man etwas wie einen Hall benutzen möchte, muss man nicht unbedingt einen Hall benutzen, sondern kann auch den Transient Designer benutzen. Ich zeige euch das mal kurz, indem ich einfach den Sustain-Regler nach oben regel. Das hat natürlich jetzt die Ausgangslautstärke erhöht, die ich jetzt runterregeln muss. Und wie ihr hört, habt ihr einen hallähnlichen Effekt. Ich mach das nochmal aus. Und wieder an. Es klingt ein bisschen komprimiert, es klingt ein bisschen hallig und ist ein ziemlich cooler Effekt, den man einfach so spontan benutzen kann. Ihr könnt natürlich auch damit experimentieren, den Sustain mal runter zu regeln und dann die Lautstärke anzupassen. Als Effekt für einige Anwendungen kann das richtig cool sein. Und für dieses Beispiel mag ich mehr Sustain, ganz bis oben und vielleicht auch ein bisschen weniger Attack. Ich zeige euch das mal im Track. Das ist ein bisschen zu viel Attack. Das regle ich wieder runter. Jetzt mache ich den Bypass an. Das ist das trockene Signal. Und das ist mit Sustain. Natürlich könnt ihr sowas Ähnliches mit ganz vielen Spuren und ganz vielen verschiedenen Instrumenten machen. Zum Beispiel auf einer akustischen Gitarre, wo ihr den Attack nach oben dreht, um das Picking zu betonen. Oder andere wundervolle Anwendungen mit diesem Plugin. Fühlt euch so frei, einfach damit rum zu experimentieren, was am besten passt. Wenn ihr was Cooles gefunden habt, könnt ihr natürlich hier eine Videoantwort posten, um das mit allen zu teilen. Und falls ihr den Transient Designer noch nicht habt, könnt ihr den runterladen unter www.sbl.info. Könnt ihn für 14 Tage ausprobieren, ohne irgendwelche Restriktionen. Und mal gucken, was er für eure Musik und eure Mixe macht. Also bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Mixen und Musik machen und bis dann, tschüss!